Hey Leute, willkommen zurück zu Bridge Constructor Portal. Kleine Anmerkung, die Cam ist jetzt unten rechts oder links. Müssen wir mal schauen, wahrscheinlich eher unten rechts. Denn es gab die Anmerkung unter der ersten Folge, die Cam oben in der Ecke wäre im Weg, dass man die Texte nicht lesen kann. Okay, habe ich geändert. So, aber jetzt geht's weiter. Und den Rahmen habe ich weggelassen, weil das zum Game nicht passt. Okay, weiter geht's mit Level 7 oder Testkammer 7. Remember that vehicles will maintain their speed when driving through a portal. As you can see, it will need a lot of speed to hurdle the middle wall. Okay, so schnell wie sie ins Portal reinfahren, so schnell kommen sie auch wieder raus. Ja, ist ein Weitersprung bis hinten an die Wand. Okay, wir müssen also mit The Enrichment Center would like to remind you that the entire vehicle must reach the exit to earn a positive mark on your testing record. Ah, also halbe Fahrzeuge zählen nicht, ja? Okay. For other critical testing anecdotes, please refer to the Library of Best Practices, which is now available to you effective immediately. Bibliothek für Erfolgsmethoden im Konstruktionswesen. Erfolgsmethoden? Aha. Hm. Ja. Ja, ja, alles klar. Brauchen wir nicht, denn wir sorgen so für Chaos. Das ist so Learning by Doing und dementsprechend oft werden wir versagen. Aber das macht nichts. Nie bauen. Okay, wir müssen also da rein, kommen da oben aus dem Portal raus und müssen so weit jumpen, dass wir da hinkommen. Können hier entspannt eine Brücke rüberziehen. Okay. Sieht eigentlich halb so wild aus. Wir schicken mal einen durch. Mal gucken, wie weit jumpt der von da oben. Oh, das reicht gar nicht. Das reicht gar nicht. Ist, wenn wir die hier ein bisschen gerader fahren lassen und dann so steil runter, reicht das dann? Oder jumpen die dann eher? Die jumpen dann schon zu stark. Dann müssen wir den noch ein bisschen höher ziehen vielleicht, dass sie nicht ganz so hart jumpen. Derselbe Winkel wie eben dann wieder. Brauchen mehr Anlauf. Hier oben leicht hochfahren und wir die dann so runterstürzen lassen. Reicht das dann? Oder wir müssen sie oben halt früher abfangen? Das wäre ja sicherlich auch eine Option. Ah, könnte grobe Richtung halten, wenn wir das vielleicht noch so machen. Zack, 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 hier noch ein X rein. Schauen wir mal, ob die so genügend Schwung bekommen. Die müssen ja bis dahin. Yay, eine Endlosschleife. Okay, das hat sich erledigt. Das funktioniert nicht. Wir reißen erstmal alle schnell weg. Und bauen das mal ganz anders. Vielleicht. Oder wir müssen sie doch hier oben früher abfangen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten, indem wir die Basiskonstruktion lassen. Die war so. Wir fangen sie einfach oben früher ab. So, mal gucken, wie weit die jumpen.
Jetzt jumpen sie weit genug. Hatte ich das davor nicht genauso gebaut im ersten Versuch und sie kamen nicht weit genug? Wie dem auch sei, es reicht. Ja, man muss die mal ein bisschen gleichmäßiger bauen, dann hält's vielleicht besser. Vielleicht, ich habe absolut keine Ahnung, weiterhin nicht. Das erste Bridge Constructor Game überhaupt, was ich zocke. Das erste Portal Game überhaupt. Ja, Pile of Shame. Immer noch Pile of Shame. Da kann ich ran. Da bauen wir ein Kreuz rein. Dann bauen wir ein X rein. Wenn wir jetzt hier drei X reinbauen, dann hätten wir. Moment, wir machen hier oben noch fest. Hält das? Sollte es da nichts bauen? Sollte sie. Geht doch. Hält die überhaupt? Ich befürchte nein, weil die hier schon rot wird. Oh ja. Oh ja, das glaube ich nicht halten. Könnte es aber von unten nochmal abstützen. Was zu halten. Fahren. Danach können wir gleich den Konvoi durchballern. Ja, das sieht schon besser aus. Konvoi. Ja, nicht so viele. Fünf. Ja, hält wunderbar. Hält wunderbar. Nein, was macht er denn? Macht einen Stunt. Stuntman Mike haben wir auch als Paketfahrer. Okay, next one. Vertikales Vertrauen. Okay. Please note that this test chamber's exit is very near the top. Liegt weit oben, ja, hier ganz oben in der Ecke. The vehicle drivers will need speed and crossing paths to complete this test on your behalf. Ja, klar erinnern wir uns da dran. We believe in you, applicant 9723. If you are not applicant 9723, please submit a sporadic encouragement request form 274 days prior to testing. Sporadische Aufmunterung 274 Tage vor Testbeginn. Das heißt, wir müssten ja jetzt einen Cut machen und in 274 Tagen geht's mit Kammer 8 weiter. So, der Cut ist vorbei. Okay. Wir müssen also in den blauen, von blau in gelb, von gelb da hoch. Wow. Ja. Also wir müssen hier im Endeffekt schon jumpen. Dahin jumpen. Ja, aber kriegen wir die schnell genug darüber? Und kommen die mit genug Geschwindigkeit dann so angeflogen, dass wir die da oben vernünftig abfangen können? Befürchte bald nein. Nee. Reicht nicht ganz. Hält er so? Befürchte er nein. Vielleicht können wir es so nochmal machen, dass hier ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Weil die werden ja mit einer gewissen Wucht aufschlagen. Hat zu halten. Das sieht doch gut aus. Genauso wollte ich das. Müssen erst ein bisschen gerader fahren. Müssen sie mehr Schwung bekommen, oder? Nee, nicht ganz.
Nicht ganz, aber fast. Wenn wir jetzt hier eine kleine Rampe hinbauen, dann reicht das doch, oder? Wenn sie so noch halten würde, wäre auch geil. Okay. So viel dazu. Können das doch theoretisch auch eigentlich durchbauen und lassen einfach nur da offen. Wenn sie denn da auch durchfallen und nicht einfach irgendwo anders hinjumpen, weil erinnert mich so ein bisschen an Paketwagenfahrer, die machen ja auch was sie wollen. Nein, da keine Straße. Sieht mir noch zu instabil aus. Irgendwie. Es ist ein bisschen wackelig. Okay, sie kommen rüber. Jumpen ziemlich weit und... ja. Aber so könnte es funktionieren. Muss ein bisschen rüber und vielleicht ein bisschen runter, dass sie da auch rüberkommen. Jetzt muss das Ganze am Ende aber auch noch halten, ne? Ich habe die größten Bedenken, dass das nicht hält. Ja. Okay, sie kommen sehr weit. Kommen wirklich ziemlich weit. Erstaunlich weit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch jumpen. Hätte ich nicht mit gerechnet. So, also mal so, dass wir das hier noch ein bisschen fest bekommen. Den vielleicht noch da verstrieben und unten drauf stellen. So. Es ist das stimmt. Ja, nicht so schön. Aber kommt der da überhaupt hin? Ja, kommt er und alleine der bricht's. Okay. Der eine alleine zerbricht das Ganze schon. Sollen wir das noch mit Kabeln unterstützen? Bringt das was? Bringt das was, wenn wir hier noch was hinbauen? Ist ja speziell der eine hier, der rot wird. Wir müssen den hier entlasten. Das wird den Konvoi sonst nicht überleben. Bin ich mir sicher. Moment, wir könnten doch hier noch einen ranstreben. Sieht robuster aus. Nur die hier nicht. Ach, wenn es ein Auto überlebt, wird es auch ein Konvoi überleben, ne? Dann wird der richtig und kommt der hoch, kommt der hoch, kommt der hoch, kommt der hoch. Ja, er kommt hoch. Konvoi sind auch nur 5. Hauptsache, da kommen die 5 rüber, der Rest ist egal. Mit wie viel? Aber die fahren mit viel Abstand. Ja, doch. Ist halt eine Brücke mit einem gewissen Federweg. Da oben blockieren sie sich auch nicht. Nee, sie jumpen nicht aufeinander. Wunderbar, läuft doch. Bis jetzt. Next one. Super Kollisions Superknopf. This chamber will include untested testing apparatus. Previous tests have shown that applicants who are more anxious about the increased complexity will take comfort in the following sounds.
Jetzt fühle ich mich enorm zuversichtlich. We can see from your biofeedback monitor that your mood has nearly improved to acceptable limits. Good. Biofeedback Monitor bei einem Toten. Bringt nicht so viel, ne? Was wollt ihr da feststellen? Hey, der hat null Puls. The red, heavy-duty, super-colliding super-button must be permanently pressed to hold the door open. Schwerlast, Super-Kollision, Super-Knopf. Ein Triple S. Muss darauf gedrückt werden, um die Tür zu öffnen. There is also a vital apparatus vent. When activated, it drops a weighted companion cube. Okay. If you've been paying attention, the solution should be obvious. As the case may be, good luck. Wenn du zugehört hast, sollte es einfach sein. Ja, das ist schon mal Problem 1. Ich meine, klar, voll zugehört. Okay, wir sollen also Knöpfe drücken. Push the button. So, wir müssen doch erst einmal... Da ist der Button, der aktiviert das und müsste dann die Tür öffnen. Brauchen wir dann das hier? Brauchen wir doch gar nicht. Wir müssten erst einmal... Doch, wir müssen oben... ins Portal reinfahren einfach nur. Das können wir hier einfach entspannt ankabeln. Brauchen wir dann den hier überhaupt? Wird schon halten. So, wir fahren ins Portal, aktivieren den und müssen dann nur noch da hoch. Vielleicht nicht unbedingt auf Kabeln fahren, das ist, glaube ich, nicht ganz so effektiv. Würde ich mal vermuten. Kommt nicht ganz ran, ne? Suchen wir es mal so. Können wir den auf dem Boden stellen? Ah, reicht nicht. Können wir den noch in die Länge ziehen? Können wir. Ah, er wird länger und länger. Und ja, ich weiß, dass es gerade verdammt zweideutig klang. Er hält super. Hält super, wenn wir hier noch ein paar Bänder ranmachen. Warum habe ich das denn vorher nicht bedacht? Das ganze Geröte brauchen wir gar nicht. Wir können es doch einfach von hier oben ankabeln. Und ist in einem nicht guten Winkel. Das heißt, wir stützen den einfach so ab. Und so. Wird schon vielleicht halten. Müssen wir mal gucken. Er schwang, aber wie gesagt, Brücken mit Federweg. Wir werden schon den Konvoi überleben. Wenn ich verduste, gibt sie mehr, ne? Wobei, das Ding könnte sogar reißen. Es reicht doch, wenn einer hier unten ankommt. Leider, Konvoi kommt easy durch. Erstaunlich, dass ich das Game bis jetzt halbwegs hinkriege. Next one. Würfelumleitung. Kann man ziehen. Kein Hinweis, ja? Okay. Keinen Hinweis. Da ist ein Button. Der Button aktiviert den da. Da ist noch ein Button. Der Button 2 aktiviert Tür. Okay. Wir sind also in das Portal rein, kommen da unten rein. Ist das nicht fast dasselbe wie eben? Also das heißt, das Gedöns brauchen wir wieder nicht. Achso, wir müssen den Würfel umleiten. Ja, okay.
sollte jetzt aber auch nicht das Problem sein. Wir bauen hier einfach so ein Ding hin. Kabeln das hier an. Es muss ja nur ein Würfel aushalten, ne? Müsste nur ein Würfel aushalten. So. Können hier entspannt rüberfahren. Wenn wir es immer richtig zusammenklicken würden, Schnitter erst gucken, dann klicken. Wenn wir die jetzt vielleicht auch noch ein bisschen schön hinkriegen könnten, so vielleicht, ja genau. Wir müssen von hier jetzt bloß noch da hoch. Das ist doch eigentlich idiotensicher. Vielleicht. Den haben wir da abgestützt. Der fällt nicht runter, vielleicht. Weil ich es noch ankabeln. Reicht das? Können Sie auch von hier nochmal kabeln, zur Sicherheit. Oh. Könnte halten, ne? Wenn der Würfel auch darauf fällt, müssen wir mal gucken. Okay, Button aktiviert. Würfel fällt drauf. Oh. Und fällt runter und fällt wieder drauf. Aber es passt. Konvoi. Es fehlt noch ein bisschen das Chaos. Bis jetzt kann sogar ich das noch lösen. Aber ich befürchte, das wird sich noch ändern. Oh. Ach komm, das hält, das hält. Yeah, easy. Easy. Also, next one. Oder auch nicht next one. Yay! Oh, meine Cam ist wieder ein bisschen im Weg. Juhu! Eigentlich ist es fast egal, wo ich das Bild hier mache. Ob da, da, da oder da ist. Es wäre überall textmäßig ein bisschen im Weg. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit erworben, weiter getestet zu werden. Yeah. Im Falle eines Abbruchs droht eine Haftstrafe. Yo. Nee, wir brechen nicht ab. Wir ziehen das brutal durch. Kammer 11 unter Beschuss? Werden wir jetzt etwa noch beschossen? Vom Namen her ja. Werden wir allerdings erst beim nächsten Mal sehen. Bis denn dann und ciao.